Hallo in die Runde, willkommen zu ein paar neuen Skat-Geschichten. Letzte Woche Grand Ohne 4, das Spiel, was immer mit ein wenig Herzkammerflimmern verbunden ist. Dieses Mal Grand mit Vieren, das sollte doch eigentlich eine sichere Bank sein. Da solltest du das Risiko unter Kontrolle haben, sonst kannst du ja immer noch ein Farbspiel machen. Aber es ist ja dann doch so, dass Skat immer ein Ritt auf der Rasierklinge ist. Chance und Risiko müssen abgewogen werden. Der Grang bringt ja auch viel mehr Punkte. Und insofern selbstverständlich werden auch Grang mit Vieren regelmäßig verloren. Ich habe jetzt einfach mal meine drei Highlights rausgesucht in den letzten 20 Skat-Jahren von schönen Grangs mit Vieren, die bittererweise auf die Nase gefallen sind. Das ist jetzt schon sehr lange her, mindestens 15 Jahre. Ich war aber dabei und an das Ding kann ich mich noch erinnern. Ich saß in Vorhand und in Mittelhand saß ein Skatfreund namens Stefan in einem Drei-Serien-Turnier in der letzten Serie, auch noch an einem der vorderen Tische, wo es also wirklich um die besten Platzierungen ging. Da bekam er diese Keulen in Hand, vier Buben und drei Asse. Relativ arglos und selbstbewusst schob er den Skat sofort zur Seite und sagte Grang Hand an. Wer will es ihm verdenken? Die Chance, dieses Spiel zu verlieren, ist nicht besonders hoch. Sogar sehr, ja, geht gegen Null, könnte man sagen, denn da muss ja wirklich einiges zusammenkommen. Jetzt kam aber an diesem speziellen Tag einiges zusammen. Pik standen alle bei mir in Vorhand. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich vier oder fünf hatte und einer drin lag. Jedenfalls hatte ich eine ganze Menge. Zweimal musste bedient werden und jetzt wurde hinten unglücklicherweise auch noch genau die beiden richtigen Zehner zu Herz und Kreuz Ass gewimmelt, die Asse, die jeweils blank standen. Jetzt kam einfach im dritten Stich der Einschub in eins der blanken Asse und es wurde noch hier dieser eine schöne Stich abgegeben. Früher oder später fielen auch hier jetzt noch einmal ein Bild und die letzte 10. Das Ding war hinüber und damit alle Titelambitionen von Stefan geplatzt. Das gab ein ganz schön langes Gesicht. Auf der Nummer 2 auch ein schönes Ding. Für mich vor allen Dingen auch mit ein bisschen Erinnerung aufgeladen. Der Lothar Steffens Gedächtnisgrang, so nenne ich ihn immer. Lothar weilt seit einiger Zeit nicht mehr unter uns. Er war einer der stärksten Skatspieler überhaupt. Habe lange Jahre mit ihm gespielt in einer Mannschaft, tolle Erfolge errungen und er war wirklich ein ja, Magier am Skattisch. Aber auch solchen Leuten passiert natürlich mal das eine oder andere Unglück. Zu dieser Hand jetzt also, natürlich waren jetzt Kreuz und Pik gedrückt. Ob es jetzt hier diese beiden Bilder waren, ist gar nicht mehr ganz genau übertragen. Auf jeden Fall, so sah die Hand aus. Vier Buben, einmal Ass, 10 Lusche und 7, 8, 9. Natürlich kannst du hier den sicheren Herz spielen. Natürlich kannst du auch den genauso unverlierbaren Karo spielen. Aber du willst natürlich möglicherweise die Extrapunkte sammeln und die Risikobewertung ist gar nicht so schlecht, denn alleine über die drei Herzstiche ist das Spiel nicht zu verlieren, selbst wenn die alle in einer Hand sitzen. 25 Augen, Ass 10 König mit drei Ladungen, Ass Ass 10 sind nur 57. Das heißt, es muss dann immer noch auch der Karo zu dritt stehen, also Karo zu dritt und Herz zu viert. So in der Art muss die Karte erstmal verteilt sein, damit dieses Spiel verloren wird. Wenn Herz nur 3 zu 1 steht, dann wird es schon in aller Regel problemlos gewonnen, wenn dann nicht auch wieder Karo 4 zu 0 steht. Also klar, es gibt Risiken, aber sie sind im Prinzip, naja, zumindest gefühlt irgendwo beherrschbar. Du kannst sie eigentlich nicht beherrschen, aber du hoffst einfach, dass sie in dem Moment jetzt nicht eintreten. So, was passierte bei diesem Grang und warum habe ich ihn hingelegt? Aufschlagstich, nicht unbedingt ein Traum. Karo Dame, Karo Lusche, der kommt ja meistens blank oder aus dem Drilling. Deswegen hier die Chance, erstmal günstig drei Augen die Karo Lusche loszuwerden. Und das war jetzt hier der Grundstock zum ganz großen Anschiss, denn jetzt kam der zweite Stich. Karo Lusche, Karo König. Es war also aus Versehen mal aus einem Zwilling aufgespielt worden. Es wäre also gar nicht nötig gewesen, diesen Stich laufen zu lassen. Und jetzt kam es natürlich so, dass die Herzen komplett dagegen standen. Und dass genau diese drei Augen aus dem ersten Stich Lothar jetzt hier zum Verhängnis wurden. 3 und 22 macht 25. 35, 46 und dann kommt noch der Herzkönig hinterher mit der geschmierten 10 und stürzten Lothar ins Tal der Tränen.
Auf der Nummer 1, ich denke mit Abstand, eine der bittersten Erfahrungen, die du als Skatspieler beim Rang mit 4 machen kannst. Diese Geschichte ist auch schon einige Jahre her, hat sich bei einer ISPA-Meisterschaft ereignet. Der Skat-Freund, der hier in Vorhand saß, nahm die ersten 7 Karten auf und freute sich über 4 Buben und einmal Ass 10 König, und er wurde richtig emotional. So emotional, dass er den Skat-Kollegen am Tisch schon mal die Karten zeigte. Schaut mal hier, das sind meine ersten 7 Karten. Ich denke mal, das wird mein Spiel. Was soll ihm nun also groß passieren? Die Chance, dass jetzt diese 3 Karten so schlecht sind, dass tatsächlich kein gewinnbarer Grang rauskommt, die ist ja nicht besonders hoch. Es kommen ja auch noch die Karten aus dem Skat dazu. Also wenn das jetzt irgendwie 5 Bilder sind oder irgendwie eine Mischung aus Bildern und Zehnern in den anderen 3 Farben, dann kann es natürlich theoretisch passieren, dass der Grang nicht hundertprozentig unverlierbar ist. Das tatsächlich wäre ja aber alles noch zu verkraften gewesen. Nein, es kam noch schlimmer. Der Skatfreund sagte, schaut mal, was ich jetzt noch finde, die zeige ich euch jetzt auch noch. Und schwupps, drehte die anderen 3 Karten mit einer flapsigen Handbewegung um. Es kam tatsächlich 3 Zehner zutage. Normalerweise ja gar kein Grund, sich groß Gedanken zu machen. 20 kannst du ja dann immer drücken. Jetzt gab es allerdings ein kleines Problem. Tja, das Problem, welchem sich dieser Spieler jetzt nämlich ausgesetzt sah, war folgendes, dass er plötzlich 144 gereizt bekommt, und so konnte er gar nicht Alleinspieler werden. Es wurde jetzt der Spieler hier in Hinterhand Alleinspieler. Der hatte nämlich 3 Asse in der Hand. Die anderen 7 Karten waren nicht ganz so wichtig mehr. Er spielte jetzt Grang Hand. Und insofern war es hier vielleicht ein bisschen geschummelt. Es geht hier gar nicht um einen Grang mit Vieren, sondern um einen verhinderten Grang mit Vieren. Gewonnen wurde hier tatsächlich ein Grang Hand ohne Vier. Und ja, also als ich das gehört habe, ich konnte mich auch nicht mehr halten. Eine unglaubliche Geschichte, wieder mal so unglaublich, dass die sich auch kaum jemand ausgedacht haben kann. So spielt das Leben. Was können wir daraus lernen? Behalte immer die Kontenance beim Skat, immer das Pokerface, nicht zu viel verraten. Du kannst dich hinterher leise freuen über diesen Gang, auch laut freuen, aber erstmal musst du das Spiel bekommen und das Spiel gewinnen. Das soll's gewesen sein von mir aus dem Jahre 2018. Wir sehen uns aber bald wieder. Ich wünsche euch einen ganz guten Jahreswechsel, ein vor allen Dingen glückliches, gesundes und auch aus skattechnischer Sicht hervorragendes und erfolgreiches Jahr 2019.